Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Navi hier auf dem Kanal. Ja Leute, heute spielen wir das Minecraft, aber wie ihr heute mal seht, mit Luna Client. Ja Leute, Luna Client ist auch ein weiterer Minecraft Client für PvP. Ich habe letztens auch noch den BAC Client auch noch vorgestellt, Leute. Hier unten in der Infobox verlinkt, schaut da auch gerne nochmal vorbei. Und wir gucken jetzt mal, Leute, ob sich der Luna Client wirklich lohnt. Also Leute, das will ich sehen, das Hauptmenü, das finde ich schon mal auch übelst geil gemacht. Ich würde sogar sagen, das Hauptmenü gefällt mir besser als einfach im BAC, weil im BAC, da hast du so viel Dings dran und hier alles schön clean. So, natürlich hat Luna Client natürlich auch Cosmetics und, wieso sehe ich mal Skin von hinten? So, was haben wir denn jetzt so für Cosmetics? Keine. Kann ich mir das kaufen? Also, wenn ich darauf so das nächste Mal, das heißt, ihr müsst selbst eingeben, Luna Client Cosmetics, so und das da Fans. Digga, wieso machen die dann einen Einkaufswagen hin, wenn du dir eh nicht mal weitergeleitet wirst? Also, hier fand ich dann nach dem BRC besser, dass du einfach alles in einem Programm machen kannst. Also, ob da nochmal BRC nochmal, ja, ein Punkt. Was ich aber übelst geil finde, Leute, unser könnt ihr nämlich hier in Luna Client nämlich selbst entscheiden, wo soll was sein. Auch eine wie groß, jetzt habe ich es weggemacht. Oder auch wie groß hier was sein soll, Leute. Entweder so richtig groß Minecraft oder so winzig, winzig klein, ja. Und das können wir am BRC nicht machen. Entscheiden, wo was hin soll und so, Leute. Ihr könnt sau viel einstellen. Deshalb finde ich hier Luna Client noch ein bisschen besser. So, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Hier, Quiet. Okay, Leute, eine Sache, die ich in BRC deutlich besser fand, der war halt einfach mit den Einstellungen. Und ja, Leute, wisst ihr, wir haben im BRC an das Cake gedrückt, da konnten wir schon alles einstellen, was wir haben wollten, ja. Aber bei Luna Client, wie ihr sehen tut, funktioniert das hier überhaupt nicht, weil ich kann überall tippen, wo ich will. Ich habe nur die normalen Minecraft-Standard-Settings hier. Gut, das heißt, hier kann ich in einem Server noch einen anderen Server auch noch joinen. Das finde ich auch geil. Aber Leute, man muss extra ins Hauptmenü gehen, um die ganzen Einstellungen zu treffen. Was ich aber auch geil finde hier, Leute, es geht ja schon ein Custom-Profil, sowas wie, wenn ihr Skybox spielt, habt ihr ein Custom-Profil, eine Arena-PvP-Spiel oder wenn ihr UHC spielt, habt ihr schon vorgefertigte Profile, Leute, und das finde ich halt schon mal mega, mega, ja, nice. Machen wir mal alles ja einer mal an, Leute. Und ich meine, wir wollen auch wie ein richtiger Pro spielen, und ein Pro hat natürlich auch alles an, Leute, ne? Der Pro. Item Tracker. Oh, Leute, ich glaube, das wird jetzt so ein richtiges Gecheater einer mal wieder hier sein. Okay, Leute, das ist im Moment der Wahrheit, ist hier jetzt angekommen. Werden wir es schaffen, mit allen Settings zu gewinnen? Boah, Digga, das Zoomen, das sieht irgendwie geiler aus. Ist ja besser als das Ding von. Digga, wieso spielt überhaupt noch Optifine, Digga? Ist auf jeden Fall geiler hier. Sag mal, ich habe irgendwie Angst, dass das Ding gleich nochmal mit Schwächen geht. Oh, Hitboxen. Komm her! Oh. Okay, Leute, wie viel CPS schaffe ich? Ja, sie so 7 bis 8, Leute. Ich habe mich schon mal gesteigert um einen CPS mehr. Also, Leute, irgendwie fange ich schon nach BAC besser, was alle Settings betrifft. Weil, Leute, im BAC hatte ja noch Settings gehabt, ja. Die so unnötig waren, aber das auch so lustig halt wieder mal war. Ich habe Luna Client, ich würde jetzt aufpassen hier, ne? Ich würde aufpassen. Ja. Oh, Digga, mit Luna Client ist mein übelst besser. Ja, Leute, ich muss sagen, der Fahrzeug ist schon mal tausendmal besser als im BAC, Digga. Im BAC, weil es hat nur so ein grünes, ekelhaftes Pummelding, du. Oha, Leute, Luna Network, Digga, der ist gerade anders so aufgetaucht und ohne dass ich angegeben habe. Season 8, was habe ich mein ganzes Leben nur verpasst, Leute? Boah, warte mal, erstmal kannst du erstmal reinschwitzen, erstmal hier. Boah, Leute, ein offizieller Server von Luna. Wenn ich jetzt gefragt werde, wo mein Facecam ist, wenn ich jetzt hier auf den Luna-Server mit Facecam spiele, hängt nämlich gleich mit der Aufnahme, Leute, deshalb werden wir auf den Luna-Server ohne Facecam spielen. Aber Leute, danach könnt ihr mich wieder schön betrachten. Was haben wir dann hier? Server Selector, Brassiste, okay. Zu PvP, Bunkers, oh Mann, ey. Leute, Bunkers muss aber so ein krasses Spiel sein bei diesen Spielerzahlen. Leute, hat er alles null Spieler. Kann man nicht mehr so Bad Wars oder so mal spielen? Sending you to Bad Wars, geht doch. Nee, geht eben nicht, Leute. Wieso geht denn das hier nicht? Kann ich dann Bunkers spielen? Kann ich überhaupt irgendetwas hiervon spielen? Irgendwas? Skywars? Nein, auch nicht. Geht das? Kann ich da wenigstens dieses komische Partizip-Ding da spielen? You can join this server on your current proxy. Ich sag, willst du mich verarschen? Wir spielen halt eben Sub-PvP. Geht das? Ah, das geht. Ah, wieso nennen die das Sub-PvP und nicht einfach Sub-Wars? Nee, wie heißt das mal? Nee, Sub-Meister das normal. Ah, naja, gut, jetzt in Sub-Wars. Okay, wieso gibt's hier Hunde im Sub-Wars? Oder Sub-PvP? Ha! Komm, 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 ich bin ein Kill, mach ich bin ein Kill. Ja! Nein, 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 Monster Supen. Oh. Ja, Leute, ich hasse Supers. Ich hasse das. Halt einfach, weil das. Ach, so komisch halt. Irgendwie, keine Ahnung. Ist. Wie viel Leben hält denn der aus? Oha. Okay, Leute, was ist. Oha. Okay, Leute, was ich ja schon mal richtig geil fand. Unser, wo ich ja gerade einen Gegner gekillt habe. Leute, der ist ja einfach aufgeplatzt und dann kam da diese Supen raus. Geht okay, das finde ich geil. Wer erzählt da aus, was mit dieser Item-Physik ist, weil ich den Pilz so hinschmeiße, sieht der liegt die. Das finde ich übelst geil. Das kann ich da nicht mal aufheben. Wieso? Hallo? Hallo, ich finde das schon mal übelst geil, wie das halt dann einfach mal aussieht. Die haben dann schon mal im Brunnen fallen, kann nur noch 2 HP. Nein!
Nein, 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 reinschwitzen, reinschwitzen, reinschwitzen. Sind die eigentlich alle von Luna? Oh ja, Leute. Ah, nee, nee, es gibt ein paar Einzelfälle, gibt's hier. Was gibt's denn noch so? Cosmetics, Armor. Okay, Hide Players. Oh, jetzt sind alle Spieler weg. Enderboot. Was bist denn du? Oh, oha. Hier eine Enderperle hat einer mal hier. Oh, das sieht übelst geil aus. Leute, was ja auch übelst heißt, sobald wir nämlich alt drücken, Leute, dann können unsere Charakter halt auch nochmal so sehen. Digga, das sieht nochmal übelst geil aus. Das habe ich noch nie so gesehen. Also, ich feiere das irgendwie gerade übelst. Ja, Kollege, leider spielt die mehr Bunkers. Leider. Ja, Leute, als ob sich das Luna-Client wirklich so lohnt, tut. Also, ich habe mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Und was die Kosmetik angeht, Leute, wieso muss man extra ins Internet gehen, um sich da Kosmetik zu kaufen, anstatt wie in BAC einfach alles gleich per, ich sag mal, App zu machen, sogar gleich einfach per BAC. Was ich aber nur noch etwas besser finde, Leute, ist halt einfach dieser Zoom-Effekt. Also ich finde, das sieht dann viel, viel geiler aus als halt in BAC oder halt auch einfach in Optifine. Gut, in BAC habe ich noch nie rangezoomt, Leute, weil ich da noch nicht weiß, wie das da ging. Aber sonst halt auch mit den Settings, die man halt auswählen kann, Leute, also ich finde, das ist irgendwie viel zu wenig. Und ich verstehe es auch nicht, warum es zum Beispiel in der 1.8 andere Mod-Settings geben tut, als zum Beispiel auf der 1.16. Bei BAC ist das egal. Auf welcher Version du spielst, du hast jede Einstellung. Aber auch noch eine Sache, die ich bei BAC deutlich besser fand, Leute. Und zwar hat der BAC und Luna Client da einmal diese Replay-Mod. Und Leute, bei BAC ist, ne, ihr drückt auf Replay, könnt es dann bearbeiten und fertig ist es. Schon könnt ihr es rennen und so. Und bei Luna, Leute, müsst ihr euch halt einfach noch extra Sachen noch herunterladen, um das machen zu können, Leute. Müsst ihr dann auch noch irgendwas noch verändern in den Dateien und so, Leute. Ja, daran habe ich jetzt auch nochmal 20 Minuten dran gehockt, ja. Nur um, damit ich das Video überhaupt rendern kann, Leute. Und das fand ich halt bei BAC deutlich besser. Und da ist Luna. Also Leute, wenn ihr Cinematic Aufnahmen machen wollt, nehmt BAC und nicht Luna. Weil bei Luna, der sitzt eine halbe Stunde dran. Aber natürlich, Leute, ist da nicht alles an Luna komplett scheiße. Was ich zum Beispiel richtig geil fand, und zwar, dass man zum Beispiel selbst entscheiden kann, wo soll was hin. Das heißt, wo sollen zum Beispiel meine FPS stehen. Oder auch wie groß und klein soll sein. Das hatte bei BAC nicht, Leute. Das finde ich dann mal Luna nochmal viel, viel geiler. Und ja. Den Link zu Luna Client, Leute, ist unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr es downloaden wollt, downloadet es euch. Und ich würde gerne mal eure Meinung, das hier mit was spielt ihr? Spielt ihr mit BAC oder spielt ihr mit Luna Client? Oder spielt ihr zum Beispiel mit was komplett anderes, zum Beispiel Lady Mod? Oder spielt ihr einfach nur Standard Minecraft? Also schreibt es gerne in den Kommentaren, das würde mich immer ultra und mal interessieren. Auf jeden Fall meine Meinung zu Luna Client ist, ich brauche so einen PvP Client eigentlich überhaupt nicht, Leute. Aber ich glaube, ich würde BAC mehr, ich sag mal, empfehlen. Aber solltest du neu sein, kannst du natürlich auch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und gerne noch die Glocke aktivieren, keine Verdacht, wie es zu verpassen. Ich weiß jetzt mal ein Like, Leute. Ja. Und falls ihr noch andere Clients noch testen sollen, Leute, sowas wie Lady Mod für euch, ja, dann schreibt es auch noch gerne mal in die Kommentare. Oder auch noch meinen Discord-Server, Leute, in Videovorschläge. Dann werde ich gucken, was sich da machen lässt, Leute. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao. Everybody, 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 everyb